Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Sergeant Waters mit einer kleinen Premiere. Mein erster Ferrari. Zumindest im Video. Egal. Und zwar ist es der 458 Italia. Sofort, was auffällt, der Wagen ist einfach nur zum Hinreißen. Der ist so schön, muss man ehrlich sagen. Das Ferrari sagt, dass der gesamte Körper komplett durch Wissenschaft geformt wurde. Aber trotzdem, manche sagen trotzdem, er ist einfach nur ein Kunstwerk. Nun zu den wichtigen Sachen. Er hat einen 4,5 Liter V8 Motor. Da. Mit einem sequentiellen 7-Gang-Getriebe. So, dieses 7-Gang-Getriebe zusammen mit diesem Motor ergeben eine Leistung von 562 PS. Und das kommt, weil dieser Motor auf 9000 Umdrehungen hochdreht. Also ich weiß nicht, was mit euch ist, aber den einzigen Wagen, den ich kenne mit dem V8, der so hochdreht, ist der Ariel Atom V8. Und das Ding ist nicht mehr halb so schön. Naja. Dieser Motor bringt dieses Auto von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 325 plus ungefähr 5 km/h. Da weiß man nie ganz genau. So. Erstmal hier vorne. Diese komischen Bügel, die man da vorne sieht, sind biegbare Platten. Und zwar biegt die Luft sie. Wenn man schnell fährt, presst die Luft diese Bügel nach unten. Und das hat den Effekt, dass das gesamte Auto nach unten gedrückt wird und an den Boden gepresst wird, sodass es mehr Grip bekommt. Dann, diese Löcher, da ist eins hier und eins hier. So. Die sind dafür da, um die Luft, die hier zwischen ins Zirkulieren gerät, durch das Drehen der Reifen, damit die entweicht. Ganz wichtig, denn wenn hier Luft zirkuliert, hebt es die Nase ein bisschen hoch. Und das führt dazu, dass die Lenkwirkung nicht so groß ist. Dann, nach hinten. Ikonisch für dieses Auto, 3 Auspuffrohre nebeneinander. So, neben diesen links und rechts neben den 3 Auspuffrohren sind diese komischen Diffuser, nennen sich die. Oder wenn man das Englisch ausspricht, Diffuser. Zu Deutsch übersetzt, die versuchen, die Luft geradlinig zu bringen unterm Auto. Und zwar, wenn man eigentlich unterm Auto guckt, da ist ja dieses wirre Zeugs aus Auspuffrohren und sonstigen Krams und Kabeln und keine Ahnung. Und diese Schlitze versuchen, diesen Luftstrom wieder stabil zu machen. So. Zu diesem sequentiellen Getriebe. Typisch für Ferrari, natürlich mit Schaltwippen. Aber dann ist denen in den Sinn gekommen, nein, außer den Schaltwippen darf nichts anderes hinter dem Lenkrad sein. Ich zeige euch mal das Ergebnis. 100 Millionen Knöpfe auf dem Lenkrad. Juhu! Fangen wir an. Blinker rechts, Blinker links. Lichteinstellung auf Abblenden. Dann, das ist für die Federung. Motorstartknopf, Traktionskontrolle, Scheibenwischer. Ist ja alles schön und gut, bis man herausfindet, dass hier ein richtig großer Fehler vorliegt. Und zwar dreht man das Lenkrad, drehen sich die Knöpfe hier mit. Das heißt, normalerweise drückt man den linken Knopf, um links abzubiegen. Wenn man aber das Lenkrad um 180 Grad gedreht hat, muss man den rechten Knopf, der in diesem Fall dann hier sein wird, drücken, um links zu blinken. Naja, ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich finde, das ist ein großer Fehler. Naja. Andernfalls ist dieses Auto bei dem
großen Automagazin, von dem ich immer spreche, genauso schnell um ihre Teststrecke gewesen wie ein Ferrari Enzo. Und der Enzo kostet gut 5-mal so viel. Und der Fahrer wird von Ferrari ausgesucht. Und so weiter. Dazu komme ich später, den hole ich auch noch. Nun wollen wir herausfinden, wie sich dieses Teil auf der Straße verhält. Bin ich nun selbe Strecke wie immer? Möget ihr leise sein für diesen Motorsound. So, was ihr seht und hört, ist der Sound von dem Ferrari V8. Himmlisch. Aber, wie ihr bereits gemerkt habt, ist das, was ich vorher gesagt habe, völliger Unsinn mit der Umdrehungsbegrenzung. Denn obwohl der rote Bereich bei 9000 Umdrehungen anfängt, dreht dieses Monster bis 10.000. Ich wusste das leider vorher nicht, tut mir leid. So, diese Geschwindigkeit von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden ist recht schnell. Wollen wir mal gucken, wie sich das anfühlt. Und ich bin im ersten Gang schon auf 100 km/h gekommen. 200. Und ich habe immer noch einen Gang, den ich herausfahren muss. Komm schon. Und die Höchstgeschwindigkeit. Da. Für einen Bruchteil einer Sekunde habe ich tatsächlich die Höchstgeschwindigkeit erreicht, bevor ich gegen den Baum gefahren bin. Das kommt halt davon, wenn man so etwas hat wie ein 7-Gang-Getriebe. Man schaltet und schaltet und schaltet und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man trotzdem nicht. Schade. Ich versuche nochmal in eine andere Richtung und ich versuche nochmal ein bisschen schneller zu sein als eben. In dem Fall auch der Verkehr dazwischen und so weiter. Das sind 300. Ich wechsle jetzt schon hoch. Nein, 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 nein. So, 330. So. Nun, das Kurvenverhalten von diesem Auto ist genauso brillant wie spektakulär. Und zwar in schnellen Kurven. Oh, falsche Richtung. In schnellen Kurven ist der Grip von diesen Bügeln vorne einfach nur unglaublich. In langsamen Kurven ist der eigentliche Grip, der schon so da ist, unglaublicher. Dieses Auto will nicht aus Kurven fliegen. Will es einfach nicht. Das zeige ich gleich, indem ich im dritten Gang bei 100 km/h um meine Lieblingskurve vorne fahre. Bevor ich fahre ich noch in diverse Autos rein. Ach ja. So, da bin ich gleich. Und bremse ich jetzt schon mal ab. Ungefähr jetzt. Ja. Es hat nicht so wirklich funktioniert.
Das ist keine Genugtuung. Ich muss es hinkriegen. Tut mir leid, diese ganzen inkompetenten Fahrer, die hier rumfahren. So, jetzt nochmal. Kriegst irgendwie nicht hin. Auf jeden Fall. Wenn man das vernünftig fährt, auf einer Rennstrecke und nicht auf so einer recht befahrenen Straße, sieht man eigentlich, dass kein Speck, keine Dramatik da ist, das Ding geht. Dieses Auto fährt einfach so locker dadurch, ohne irgendwelche Probleme. Naja, aber ich glaube, in diesem Fall liegt es eher an mir als am Auto. Also, blamiert mich. Naja, wie dem auch sei. Es möge... Es möge also dem Auto vergessen und vergehen sein. Denn... Allein dieser Motorsound... lohnt sich, dieses Auto zu kaufen. Gibt nur ein Problem, denn typisch Ferrari, das Ding ist scheißen teuer. Kostet rund 190.000 Euro. Naja. 190.000, aber für einen Ferrari, der so genial ist, ist eigentlich nicht so schlecht, denkt man sich. Stimmt auch. Aber irgendwie finde ich, dass es Besseres für dieses Geld gibt. Also, muss jeder selber wissen. Es ist ein geniales Auto, keine Frage. Aber nicht so mein Ding. Naja, ich bin Sergeant Waters, auf Wiedersehen.